Thüringen bis zum Blütengrund in Naumburg. Eine tolle und interessante Strecke ist das. Das geht übrigens auch jetzt im Winter, allerdings mit der dementsprechenden Vorbereitung. Unbedingt ins Paddelboot gehört dann zum Beispiel Kenterwäsche. In unserem Sportevent der Woche erklären wir jetzt, was das ist, und wir begleiten Kanuten aus Schönburg bei ihrer Winterfahrt. Die Betonung bei Winter-Sonnenwendfahrt liegt ganz klar auf Winter, denn Sonne ist weit und breit nicht zu sehen. Knapp 30 Kanuten aus ganz Deutschland sind dem Aufruf des Schönburger Kanuclubs gefolgt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wollen sie von Camburg in Thüringen nach Schönburg in Sachsen-Anhalt fahren. 34 Kilometer. Hagen Hefker ist seit 1998 immer dabei. Er weiß, worauf es ankommt bei Winterausfahrten. Also was auf gar keinen Fall fehlen darf, das ist diese Schwimmweste, die ich jetzt anhabe. Und das ist da hinten im Boot drin, ist Kenterwäsche. Also Handtuch, komplette Wäsche, komplette Schuhe, alles was man anzieht nochmal, damit man halt dann, wenn man ins Wasser fallen sollte, sich danach auch trockenlegen kann. Gekentert ist Hagen noch nie, aber sicher ist sicher. Die Strömung ist sehr stark, die Gefahr umzukippen groß. Hagen weist die angereisten Kanuten ein. Und fahrt nur zu zweit zusammen, damit, wenn einer kentert, der andere den helfen kann. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Paddeltour. Viel Spaß, los geht's. Es ist nass, es ist kalt, Wetter, bei dem viele lieber im Bett liegen bleiben. Hagen und seine Mitstreiter suchen genau diese Extreme. Wer einmal dabei war, der kommt immer wieder, sagt Hagen. Genießen der Natur und gleichzeitig halt die Ruhe dabei zu haben. Man kann völlig abschalten, man kann den Arbeitsalltag vergessen und einfach seinen Gedanken nachhängen. Die Saale windet sich durch das Burgenland, vorbei an der Burg Saaleck und der Rudelsburg. Die Kanufahrer treibt es immer weiter stromabwärts in Richtung Bad Kösen, wo sich das Wehr als unüberwindbares Hindernis erweist. Halbzeit für die Kanuten. Halt! Nö, es wurde ja auch immer wärmer, hat richtig Spaß gemacht. War wirklich toll, mal wieder auf dem Wasser zu sein. Es geht nicht nur darum, auf dem Wasser zu sein, vielmehr geht's um die Gemeinschaft. Für alle gehört die Winterausfahrt zur Vorweihnachtszeit. Mitmachen kann jeder, der ein Kanu und ein wenig Paddelerfahrung hat. Hagen muss dann doch irgendwann weiter, schließlich liegen noch 16 Kilometer vor ihm und den anderen Kanuten. Halt, halt.